So, schon mal das Wetter anschaut. Junge, Junge, Junge. Ja, da kann man nirgendwo hinfahren. Das ist leider nicht machbar. Nee, kannst du nur ein Taxi bestellen. Ja. Ja, hier ist jetzt bekloppt. Was soll man jetzt hier den ganzen Tag machen? Das regnet sich jetzt ein. Wetter für Bangkok. Oh ja. Da können wir uns eigentlich direkt hier hinsetzen, ne? Ja. Ich zeige euch das jetzt mal, Chat. Das ist die Riesensuppe hier. Zieht euch das mal rein. Das ist die Suppe hier, die köchelt ungelogen seit 50 Jahren. Und das, was ihr hier außen drum seht, das ist kein Guss, sondern das sind die Spritzer dieser Suppe. Das ist eine riesige Kruste, die nur aus den Spritzern dieser Suppe besteht. Verrückt, oder? Dann gibt es hier dann so die verschiedenen Sachen dazu. Also wenn wir gleich so eine Suppe bestellen, dann gibt es hier verschiedene Arten von Nudeln. Dann gibt es dann hier Fleisch, was da reinkommt, klein gehackseltes Fleisch, frisches Gemüse und die Meatballs, ne? Ich glaube hier vorne, guck mal hier, Chat, wir gehen mal rum. Hier wird das Fleisch gemacht. Das sind die besten Beefstücke hier. Die kommen dann da rein. Und hier schneiden die Jungs das Beef. Zeig ab. Und hier schneiden die Jungs das Beef. Aroi, mag mag. Guck mal da, Bams, 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 zack. Und wenn wir später was von der Suppe bekommen hier, dann wird eine Kelle von dieser Suppe drauf gemacht und dann gibt es aber noch eine andere Kelle zum Verdünnen. Weil ich glaube, wenn du nur diese Suppe hier bekommen würdest, die würde dich von den Aromen her wegwämsen. Das ist Wahnsinn, wie lange das schon geht, ne? Diese Suppe hier köchelt seit 49 Jahren und wird immer nur wieder aufgefüllt. Also die Suppe hat nie aufgehört zu kochen. Jedes Gesundheitsamt in Deutschland würde das Ding hier zumachen. Ja, das ne? Und wir genießen stattdessen jetzt den Teller. Perfekt. Okay. Bams. Zack. Kräuter rein, Fleisch rein, normal ein bisschen Suppe von da und dann nochmal ein bisschen Suppe von da. Zack. Was kostet so eine Schüssel von der Suppe? Das steht ja gar nicht dran, das muss uns gleich mal überraschen lassen. Ich meine so 100 Baht, das sind 2,50 Euro. Die ist hier etwas teurer. Zwei Suppenlöffelchen, die sehen immer so aus, Shit. Die kennt ihr wahrscheinlich vom Asiaten, ne? Und dann gibt es noch Chopsticks. Aus Holz. Stäbchen aus Holz, Chat. Also Karte für dich. Guten. Gerne, gerne. Boah, das sieht sehr gut aus. Ja, also sehr, sehr, sehr intensiv, sehr stark, sehr aromatisch. Aber jetzt nicht so krass, wie ich es mir vorgestellt hätte, ne? Man könnte schon fast sagen, wenn ich es mit Deutschland vergleichen würde, würde ich sagen, ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen, wie eine etwas verdünnte Bratensoße, oder? Wie eine etwas verdünnte Bratensoße. Also, wenn die nicht verdünnt wäre, könnte man die zu Klöße essen oder zu Spätzle essen oder zu Rotkohl essen. Würde perfekt passen. So schmecken. Aus der Nähe, ne? Also hier sind Fleischbällchen drin, Meatballs, mega lecker, leckeres Fleisch, geschnitten,
Dann einmal so klumpiges Fleisch, also so ein bisschen so gulaschmäßig. Und so Reisnudeln, ne? Reisnudeln, bisschen Gemüse drin, Sojasprossenkeime hier. Ja, und ich esse zum Beispiel, ich bin da halt sehr speziell, wobei ich denke mal, da bin ich nicht die Einzige. Ich mag diese Art von Fleischstücke nicht. Wenn hier so viel Fett dazwischen ist und so, das kann ich nicht essen, das kann ich nicht kauen, da wird mir schlecht von. Aber das Fleisch an sich ist super lecker, aber ich kann das nicht kauen, da muss ich würgen. Das kannst du mir geben, dann kannst du ein Klößchen haben. Gerne. Wie wir zur Weltreise gekommen sind, ich erzähle es aber noch mal gerne, weil ich habe es schon länger nicht erzählt. Weil wir haben nächsten Montag unser Dreijähriges auf Weltreise. Also am Montag vor 3 Jahren haben wir Deutschland den Rücken gekehrt, mitten in Corona, haben unsere Jobs gekündigt, haben gesagt, wir wollen hier raus und es als Twitch-Vollzeitstreamer versuchen. Und haben einfach Jobs gekündigt, alles aufgegeben, uns abgemeldet aus Deutschland und haben den Flieger nach Phuket genommen. Und sind seitdem in der Welt unterwegs. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Länder. Das kann man, wenn man Ausrufezeichen Reise eingibt im Stream, kann man das sehen, wo wir überall gewesen sind bisher. Einfach raus aus dem System. Raus aus dem System, ganz genau. Sind wir offiziell 3 Jahre, unterwegs mit euch. Sehr, sehr geil. Wir haben hier gerade eine Suppe gegessen, die steht seit 49 Jahren auf dem Herd. Kann sich keiner vorstellen. In Bangkok wurde 2019 in einem kleinen Restaurant eine Suppe entdeckt, die ununterbrochen seit 50 Jahren gekocht wird. Dieses Restaurant verwendet die gleiche Brühe, die kontinuierlich auf niedriger Hitze gehalten und täglich aufgefüllt wird. Ein Prozess, der als oder Ewigkeitssuppe bekannt ist. Das Lokal ist vor allem für seine traditionelle Nudelsuppe mit Rindfleisch und Schwein bekannt. Dieser einzigartige Ansatz soll den Geschmack der Brühe, was es auch tut definitiv, über die Jahre intensiviert haben. Es ist ein seltenes Beispiel für die kulinarische Tradition in Asien, wo Gerichte über lange Zeiträume aufrechterhalten werden. Das gibt es auch nicht selten hier, ne? Absolut. Wobei man sagen muss, tatsächlich wird die Suppe hier, also die köchelt nicht hier den ganzen Tag. Da ist die Suppe. Die köchelt nicht hier den ganzen Tag, sondern abends, wenn die geschlossen wird, wird die umgefüllt in einen Bottich, wird da weiter geköchelt und dann wird dieser Topf da sauber gemacht. Na gut, das wäre schon sinnvoll, wenn sie den irgendwo rein. Ja, aber dieser Eindruck entsteht natürlich, wenn man das erste Mal davon hört, dann hat man das Gefühl, 50 Jahre lang nur da drauf. Also die machen den Topf jeden Abend auch sauber. Also es ist hier schon sehr hygienisch, ne? Okay, aber dann nur die Brühe, ja klar. Also die sieben natürlich dann alles aus. Wenn sie es abends umfüllen, wird das natürlich alles ausgesiebt, ganz klar. Um dann die neuen Zutaten zu verwenden. Es kommt immer neues Fleisch rein, frisches Gemüse, das ist ja normal. Na klar. Ja, also falls ihr morgen nichts mehr von uns hört, und wir melden uns auf Discord nicht. Dann sind wir weggeschwommen dann, und haben den sogenannten Darmdurchbruch. Ja, so. Dann war's das komplett.